Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Donnerstag, 27. September, cum tempore, 16.15 Uhr. Wir schöpfen nur das akademische Viertel aus. Seien Sie alle sehr herzlich willkommen zu dieser Pressekonferenz zur Bekanntgabe der Auswahlentscheidungen in der Förderlinie Exzellenzcluster in der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder. Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien und der anderen Wissenschaftsorganisationen, die noch anwesenden Mitglieder der Exzellenzkommission und last not least die Kolleginnen von DFG und Wissenschaftsrat hier im Wissenschaftszentrum in Bonn und Sie alle überall an den Hochschulen, in den Instituten, Ministerien, in Medien und Öffentlichkeit und überall dort, wo Sie diese Pressekonferenz auch via Livestream verfolgen können. In aller Kürze nur, da alle auf das Eigentliche warten, in aller Kürze nur möchte ich Ihnen die Beteiligten vorstellen. Es sind dies in der Reihenfolge Ihrer Statements die Bundesministerin für Bildung und Forschung und Vorsitzende der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz des Bundes und der Länder, Frau Anja Karliczek, die Bremer Wissenschaftssenatorin und stellvertretende Vorsitzende der GWK, Frau Professor Dr. Eva Quandt-Brandt, sowie der Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Herr Professor Dr. Peter Strohschneider und die Vorsitzende des Wissenschaftsrates, Frau Professor Dr. Martina Brockmeier, flankiert von meiner Sprecherkollegin Dr. Christiane Klingmattei vom Wissenschaftsrat. So, dann noch ein wichtiger technischer Hinweis auch zum Prozedere. Die Vorsitzende der GWK wird gleich das Ergebnis der heutigen Sitzung bekannt geben. Und das ist dann auch das Startsignal für die Veröffentlichung der Titel der heute ausgewählten Exzellenzcluster und der Namen der antragstellenden Universitäten. Diese können schon aus ganz praktischen Gründen hier nicht einzeln verlesen werden. Sie sind stattdessen, wie angekündigt, in einer Liste zusammengestellt, die wir dann zu Beginn des Statements von Frau Karliczek auf den Internetseiten von DFG und Wissenschaftsrat freischalten sowie auf verschiedenen Wegen als Pressemitteilung verschicken. Schauen Sie also sozusagen doppelt auf Ihre Bildschirme und in Ihren E-Mail-Eingang und folgen Sie www.dfg.de oder auch www.wissenschaftsrat.de. So viel vorweg und nun das Eigentliche. Frau Bundesministerin, Sie haben das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Finetti. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, man kann sagen, heute ist ein Tag, der für die Spitzenforschung in Deutschland ein neues Kapitel aufschlägt, nämlich das Kapitel mit der Exzellenzstrategie. Wir haben heute aus 88 Förderanträgen, wir, also die Wissenschaftsministerinnen und Minister von Bund und Ländern, sowie ein Gremium international ausgewählter Experten, haben wir heute 57 Exzellenzcluster an 34 Universitäten ausgewählt. In den kommenden 7 Jahren werden sie über die Exzellenzstrategie von Bund und Ländern gefördert. Und Grundlage der Entscheidung, auf der wir dann heute die letzte Entscheidung gefällt haben, ist ein wissenschaftsgeleitetes Auswahlverfahren, das vor ziemlich genau 2 Jahren begonnen hat. Auf die Entscheidung heute haben alle Beteiligten mit großer Spannung gewartet. Und ich will die Liste mit den Namen der ausgewählten Cluster und der antragstellenden Universitäten jetzt nicht vorlesen. Ich denke, das verstehen Sie. Sie wird in diesem Moment für alle online bei DFG und Wissenschaftsrat freigeschaltet. Ich gebe Ihnen jetzt einen kurzen Augenblick, um einmal über die Liste zu schauen. Wir wollen diesen kurzen Augenblick hier im Saal jetzt nicht über Gebühr überspielen. Wir sind in den vergangenen Tagen des Öfteren gefragt worden, ob das jetzt so etwas wie die Oscarverleihung sei. Das würden wir natürlich nie so sagen. Ob das nun so ist, das mögen Sie selber entscheiden. Wir geben Ihnen nun noch einen Moment, in dem Sie auf der Liste nach dem suchen können, wonach Sie suchen. Und wir denken, dass die Liste dann ihre erste Wirkung entfaltet haben dürfte. Wir warten noch einen kleinen Moment, bis wir auch ganz sicher sind, dass alles nach draußen gegangen ist. Und ich schaue gerade auf die Technik. Das scheint so zu sein. Und wenn Sie dann mögen, Frau Bundesministerin, könnten wir mit der Bewertung fortfahren. Ja, gerne. Von meiner Seite allen Beteiligten für die erfolgreichen Anträge gratuliere ich ganz herzlich, denn es ist wirklich eine beeindruckende Leistung. Es ist allerorten kommuniziert worden, dass es vielversprechende Forschungsansätze sind mit herausragenden Forscherteams, die die Expertinnen und Experten in den letzten Monaten begutachtet haben.
Wir sprechen bei der Entscheidung von Wettbewerben ja sonst auch häufig von Gewinnern und Verlierern. Und ich glaube, an dieser Stelle wäre es heute definitiv ein falscher Begriff. Wir haben heute nicht die Gewinner ausgewählt und die Verlierer abgelehnt, sondern wir hatten die wirklich schwierige Aufgabe, uns für die Besten der Besten zu entscheiden. Denn eine Auswahl, und glauben Sie uns, es ist uns nicht leicht gefallen, mussten wir treffen, die Rahmenbedingungen für den Wettbewerb, zum Beispiel die Fördersumme von 385 Millionen Euro jährlich für die Exzellenzcluster, haben Bund und Länder in 2016 festgelegt. Und mit der Entscheidung für die Exzellenzcluster leiten wir heute gleichzeitig den zweiten Teil der Exzellenzstrategie ein. Denn alle Universitäten, die mindestens 2 oder 3 Cluster im Verbund eingeworben haben, können sich im Dezember auch für die Förderung als Exzellenzuniversität bewerben. Wer heute leer ausgeht, ist natürlich bitter enttäuscht, verständlich. Aber auch denen gilt meine Anerkennung. Was wir in diesem Wettbewerb gesehen haben, sind kleine ebenso wie große deutsche Universitäten, die in internationalem Maßstab mithalten können. Aber natürlich mussten wir auch bei den vielen herausragenden Anträgen letztendlich eine Auswahl treffen. Die durchgängig hohe Qualität der Anträge zeigt aber, dass die Spitzenforschung in Deutschland auf einem richtig guten Weg ist. Der Vorgänger der Exzellenzstrategie, die Exzellenzinitiative, hat dafür die Grundlage geschaffen. Und mit ihr ist uns in den vergangenen Jahren in diesem Land Beachtliches gelungen. Denn mit einem vergleichsweise überschaubaren finanziellen Rahmen wurde in der Hochschullandschaft unglaublich viel in Bewegung gesetzt. Nicht nur wurden hervorragende Forschungsleistungen erbracht, Unis haben sich auch vielfach strategisch neu aufgestellt und ihr Profil geschärft. Und mir wurde berichtet, dass auch einige Universitätspräsidenten bei der Begutachtung berichteten, wie die Exzellenzinitiative dazu beigetragen hat, vernetzter und interdisziplinärer zu denken und sich so auch neuen Forschungsfragen anzunehmen. Und diese Weichenstellungen, denke ich, kann man sagen, haben sich gelohnt. Und das konnte man eben auch an den vielen exzellenten Anträgen sehen. Die neue Exzellenzstrategie wird helfen, diese Entwicklung weiter auszubauen. Und zwar erstmals mit einer langfristigen Perspektive. Denn die auf Dauer angelegte Exzellenzstrategie vereinen wir die Förderung wissenschaftlicher Spitzenforschung mit langfristigen und strategischen Investitionen in das Hochschulsystem. Die internationale Sichtbarkeit herausragender Forschung strahlt auf die gesamte Universitätslandschaft ab. Und so profitiert der Hochschul- und Forschungsstandort Deutschland dann auch in der Breite. Wir haben gute Voraussetzungen geschaffen, dass Deutschlands Spitzenforschung ihre Position im weltweiten Wettbewerb behaupten kann. Und die Dynamik in der deutschen Spitzenforschung hat weltweit viel Beachtung erhalten. Einige Länder haben bereits eigene Exzellenzinitiativen aufgesetzt, die sich an unserem deutschen Modell orientieren. Zum Beispiel China, Südkorea oder aktuell auch Österreich. Und in Deutschland neigen wir ja manchmal gern dazu, sehr kritisch zu sein und überall die Mängel zu sehen. Ich glaube, heute ist wirklich mal ein Tag, an dem wir uns einfach mal freuen können und auch mal stolz darauf sein können, was wir in unserem Land haben und was unsere Hochschulen in diesem Land leisten. Die Exzellenzstrategie ist aber nicht das Einzige, was wir tun, um unsere Hochschullandschaft weiter nachhaltig zu stärken. Wie Sie wissen, verhandeln der Bund mit den Ländern gerade eine ganze Reihe weiterer Pakte. Ich will sie nennen: Nachfolge für den Hochschulpakt, Qualitätspakt Lehre, Pakt für Forschung und Innovation, sowie auch eine ganz neue Vereinbarung für attraktive Karrierewege an den Hochschulen, an den Fachhochschulen. Und hier werden wir, Bund und Länder, gemeinsam in den nächsten Wochen und Monaten noch einige sehr gute Nachrichten für unser Wissenschaftssystem verkünden können. Davon bin ich zutiefst überzeugt und darauf freue ich mich schon. Zum Schluss möchte ich die Gelegenheit einfach noch mal nutzen, mich bei allen Beteiligten, bei der DFG, beim Wissenschaftsrat als Organisatoren sowie besonders auch bei den internationalen Expertinnen und Experten zu bedanken, die ehrenamtlich die schwierige Aufgabe übernommen haben der wissenschaftlichen Begutachtung, auf der unsere heutige Entscheidung beruht. Ganz herzlichen Dank. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch mein Dank gilt der DFG und dem Wissenschaftsrat und den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die in der Exzellenzkommission
die Bewertung vorgenommen haben. Ich kann mich da dem Dank, den Frau Kalitschek ausgesprochen hat, nur anschließen. Es ist eine hervorragende Vorbereitung getroffen worden, sodass wir auf einer sehr guten Grundlage Entscheidungen treffen konnten und auch Entscheidungen treffen konnten, die dann auch für die Universitäten und auch die Länder, in denen die Universitäten sind, von Wichtigkeit und von Bedeutung sind. Und wir uns auch darüber alle gemeinsam freuen können, dass wir so viele Universitäten mit Clustern auch ausstatten konnten. Es handelt sich um einen sehr harten Wettbewerb, das hat man gesehen. Es waren sehr, sehr viele Anträge, sehr, sehr viele gute Anträge. Und die Expertinnen und Experten haben uns auch zum Ausdruck gebracht, dass es sehr schwer ist, zu entscheiden zwischen den einzelnen Anträgen. Also dies ist auch noch mal ein Hinweis an die Universitäten, an die Clusteranträge, die nicht dabei sind. Auch sie sind diejenigen, die Gewinner und Gewinnerinnen dieses ganzen Wettbewerbes sind. Denn sie haben uns vor schwierige Aufgaben gestellt. Für mich als Ländervertreterin ist es ein wichtiger Hinweis zu sehen, dass das föderale System mit seiner vielseitigen Wissenschaftslandschaft gezeigt hat, dass es sehr, sehr stark ist, dass auch die regionalen Verteilungen aus unserer Sicht sich ganz gut gezeigt haben. Es zeigt sich, es gibt viele Spitzenstädte in der Forschung und diese Spitzenstädte in der Forschung sind an sehr, sehr vielen Orten in Deutschland. Wir haben eine hohe Zahl an heute bewilligten Anträgen. Das zeigt die Breite bei den Exzellenzclustern und entspricht eben auch den Stärken des föderal angelegten Wissenschaftssystems. Es gibt in Deutschland viele Spitzen. Es gibt sie an großen Einrichtungen, aber es gibt sie eben auch an kleineren. Und insofern ist die Logik, mit der die Länder auch immer an die Exzellenzstrategie herangetreten sind, die Spitze liegt in der Breite, an dieser Stelle auch bestätigt. Ich bin der Auffassung, dass wir mit diesen Ergebnissen, die wir heute mitbekommen haben, was wir heute entscheiden konnten, dass das schon sehr deutlich gemacht hat, dass es in der Forschung ein sehr produktives Miteinander von Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen gibt. Es gibt eine hervorragende Zusammenarbeit und ein sehr gutes Kooperieren. Das zeigt sich in den jeweiligen Clustern, die auch ihre Bewilligung erhalten haben. Ich möchte noch einen Satz zu den Clustern sagen, die sich nicht haben durchsetzen können. Ich halte es für ganz wichtig, dass diejenigen, die jetzt auf dem Weg nicht weitergehen konnten, nicht jetzt zu diesem Zeitpunkt auf diesem Weg, dass wir ja wissen, dass wir die Deutsche Forschungsgemeinschaft haben, dass wir da auch wissen, dass man auch dort Sonderforschungsanträge stellen kann und dass ich glaube, nach den Bewertungen, die Kommission vorgelegt hat, dass da auch bestimmt gute Chancen sind. Ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft an diejenigen, dass sich beteiligen an einem Wettbewerb eben nicht heißt, dass man verliert, sondern man gewinnt, weil man sich den Anforderungen gestellt hat. Und jetzt kann man mit dem, was man dort alles zusammen erarbeitet hat, auch die nächsten Schritte machen. Ich glaube, auch das wird die Exzellenz in Deutschland, in den jeweiligen Bundesländern stärken. Das wird auch noch mal sehr viel Dynamik erzeugen. Und es wird vor allen Dingen auch dem dann gerecht, was wir immer als Anforderung an den Exzellenzwettbewerb gehabt haben. Die internationale Sichtbarkeit wird gestärkt, die Reputation und die Forschungsstärke wird insgesamt gefördert. Es wird uns gelingen, über die Exzellenzstrategie noch mehr Spitzenforscherinnen und Spitzenforscher und Nachwuchskräfte aus aller Welt nach Deutschland zu holen. Es wird uns auch dazu weiter befördern und beflügeln, dass die Hochschulen miteinander arbeiten, dass die Hochschulen auch in Verbünden miteinander arbeiten. Und es wird auch noch mal beflügeln, dass Kooperation außeruniversitär mit Universitäten ein richtiger Weg ist. Und insofern glaube ich, dass das Ergebnis, was wir heute haben, für die Wissenschaftslandschaft in Deutschland von guter und hoher Qualität und Bedeutung ist. Herzlichen Dank. Ja, sehr vielen Dank, Frau Kalitschek und Frau Quante-Brand, für diese Bewertungen aus Sicht des Bundes und der Länder und der Politik. Herr Strohschneider, die Stafette ist schon doppelt weitergegeben worden. Ich darf Sie und Frau Brockmeier nun bitten, um Anmerkungen aus Sicht der Wissenschaft und der durchführenden Organisationen zum Wettbewerb und zum Ablauf in dieser Förderlinie und in der kommenden.
Ja, besten Dank. Ich will nicht damit beginnen, dass ich Frau Quante-Brandt emphatisch zustimme in der Freude darüber, dass wir die DFG haben, sondern ich will sagen, auch aus der Sicht der Wissenschaft, des Wissenschaftssystems und nicht zuletzt aus der Perspektive der beiden Organisationen, die diesen Wettbewerb durchführen und organisieren, ist das heute ein Tag, der für die Forschungsgeschichte der Bundesrepublik in seiner Bedeutung schwerlich überbewertet werden könnte. Fast auf den Tag genau 2 Jahre lang haben Tausende von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an den Universitäten und in den Forschungsinstituten in ganz Deutschland, haben hunderte Gutachterinnen und Gutachter aus aller Welt, haben sehr viele Gremienmitglieder der Deutschen Forschungsgemeinschaft und hatten last but not least die Geschäftsstelle der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Fast auf den Tag genau 2 Jahre haben alle die auf die heutigen Entscheidungen hingearbeitet in einem etappenreichen Wettbewerbsprozess, den ich jetzt gar nicht im Detail nachzeichnen will, der von der Einreichung von Antragskizzen über die Auswahl dieser Antragskizzen und die Aufforderung zur Einreichung von Vollanträgen bis zu deren Begutachtung und Entscheidung mit allen Begutachtungsbewertungsprozessen, die dazwischen geschaltet sind, sich dargestellt hat. Umso mehr will ich hervorheben, was in allen diesen Etappen des Prozesses das wichtigste und sozusagen über allem stehende Moment war, nämlich, dass es sich um einen für alle Wissenschaftsbereiche offenen und für herausragende Wissenschaft und die weitere Stärkung der Universitäten bestens geeigneten Wettbewerb handelt. Und ich will herausstreichen das wissenschaftsgeleitete Entscheidungsverfahren in diesem Programm. Ein Entscheidungsverfahren, das für die Wissenschaften und auch für die Deutsche Forschungsgemeinschaft von Beginn aller Gedanken und Gespräche zu diesem Wettbewerb an konstitutiv war. Ein Wissenschaftsgeleitetheit des Entscheidungsverfahrens, die Politik dann auch in der Verwaltungsvereinbarung zur Exzellenzstrategie als Prinzip des Wettbewerbs festgeschrieben hat, und dafür ist dem Bund und den Ländern auch an dieser Stelle ausdrücklich zu danken. Und ein Entscheidungsverfahren, das dann alle Beteiligten, ein Entscheidungsprinzip, das dann alle Beteiligten zur Richtschnur ihrer Diskussionen und Entscheidungen gemacht haben, in den Begutachtungspanels, im Expertengremium, vorgestern und gestern und auch heute in der Exzellenzkommission. Wissenschaftsgeleitetes Verfahren, das meint, die Qualität der Forschungsvorhaben, die Qualifikation der beteiligten Forscherinnen und Forscher und die Qualität des Umfeldes der unterstützenden Strukturen eines Exzellenzclusters. Sie sind die Voraussetzung, die unabdingbare Voraussetzung für eine Förderung. Sie wurden aus wissenschaftlicher Perspektive begutachtet und bewertet und sie mündeten dann in einen Entscheidungsvorschlag des wissenschaftlichen Gremiums in diesem Wettbewerb des Expertengremiums. Dieser Entscheidungsvorschlag ist die Grundlage gewesen für die heutigen Entscheidungen in der Exzellenzkommission und er ist entscheidend für die Legitimität dieser Entscheidungen, für die gesellschaftliche und politische Legitimität, aber ebenso für die Akzeptabilität dieser Entscheidungen bei den Antragstellenden, seien sie nun bei den glücklichen Geförderten oder bei denen, die mit einem negativen Ausgang zunächst fertig werden müssen und daraus hoffentlich weitere produktive Kraft entfalten. Das wäre das erste Stichwort. Das zweite, das ich anfügen will, ist die Beobachtung, dass es sich durchwegs bei den Geförderten wie auch bei den Nichtgeförderten um Anträge handelt, die von außerordentlicher Qualität der Forschung gekennzeichnet waren. Diese ganz bemerkenswerte Qualität ist aus unserer Sicht und in unserer Beobachtung nicht zuletzt das Ergebnis, die positive Folge vielfältiger Unternehmungen und Förderungen, insbesondere auch im Rahmen der Exzellenzinitiative. Die Exzellenzinitiative hat die Universitäten in Deutschland in ihrer Entwicklung deutlich vorangebracht und sie hat unsere gesamte Forschungslandschaft auch im internationalen Vergleich sichtbar belebt und gestärkt. Hier in diesem Verfahren zeigte sich diese hohe Qualität schon bei der Auswahl der zur Antragstellung aufzufordernden Skizzen und dann erneut bei der Begutachtung
der Anträge. Und sie führt heute dazu, dass nicht nur schwerwiegende für die Forschungsentwicklung und die Universitätsentwicklung in der Bundesrepublik schwerwiegende Entscheidungen zu treffen waren, sondern auch schwierige zwischen hervorragenden Vorhaben und noch besseren. Die Exzellenzkommission war weit entfernt von einer Lage, wo sie etwa die Spelze vom Weizen hätte trennen müssen. Sie musste sehr nahe beieinander liegen, qualitativ nur sozusagen hauchdünn unterschiedene Weizensorten voneinander unterscheiden. Anders gesagt, auch unter den nicht zur Förderung ausgewählten Vorhaben findet sich außerordentlich hohe Qualität. Ich will jetzt vielleicht nichts weiter sagen, als dass zu den ausgewählten 57 Exzellenzclustern einige wenige erste Details sich nachtragen lassen, die Sie auf unserer Pressemitteilung entnehmen können. Die 57 bewilligten Förderanträge kommen von 34 Hochschulen, wobei 40 der neuen Cluster von einer Universität alleine beantragt worden sind, 14 von 2 Universitäten und 3 Clusteranträge von 3 Universitäten im Verbund. Etwa 49% der neuen Cluster knüpfen an Förderprojekte in der vorangegangenen Exzellenzinitiative, an Exzellenzcluster oder an Graduiertenschulen in der Exzellenzinitiative. Und kennzeichnend ist für alle diese Cluster, für alle neben der durchgehend sehr hohen Qualität der Anträge, kennzeichnend ist eine durchgehend intensive Beteiligung außeruniversitärer Partner von einzelnen Einrichtungen, Instituten, der Forschungsorganisationen bis hin zu den Ressortforschungseinrichtungen des Bundes, Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen unterschiedlichster Art. Und kennzeichnend ist ebenso die Multidisziplinarität der Anträge, die sich in der Mehrzahl der Konzepte zeigt und die dazu die Beobachtung ermöglicht, dass die allermeisten dieser Cluster über einzelne Wissenschaftsbereiche hinaus, über die Grenzen einzelner Wissenschaftsbereiche hinausgehen und Forschung unterschiedlichen Typs miteinander in ein produktives Verhältnis setzen. Für alle ausgewählten Förderanträge gilt, dass ab dem 1. Januar 2019 tatsächlich finanziell gefördert wird, und zwar zunächst für eine erste Periode von 7 Jahren. Die Wettbewerbsstruktur der Exzellenzstrategie ist ein nicht mehr befristetes wettbewerbliches Programm, aber die Förderung in der ersten Förderlinie in den Exzellenzclustern ist eine auf 7 Jahre zunächst befristete Förderung, bis dann zu einer eventuellen erfolgreichen Wiederbewerbung in einem neuen Wettbewerbsrunde, an die sich dann nochmals im Gelingensfall eine zweite 7-jährige Förderperiode anschließen könnte. Ich will nicht enden, ohne den Dank, den die Ministerin und die Senatorin schon ausgesprochen haben, auch aus meiner Perspektive deutlich zu unterstreichen, den Dank an alle Beteiligten in den genannten Rollen, in allen diesen vielfältigen Etappen des Verfahrens ist mit außerordentlichem Engagement, mit außerordentlicher Expertise hart gearbeitet worden, um die heutigen Entscheidungen überhaupt zu ermöglichen. Entscheidungen, die die Forschungslandschaft in Deutschland auf Jahre hin maßgeblich prägen werden und die den Grundstein oder einen weiteren wichtigen Baustein, sollte ich vielleicht besser sagen, für eine auch künftig hin prosperierende Entwicklung der Wissenschaften und des Wissenschaftssystems in der Bundesrepublik legen. Besten Dank, Frau Bockmeier, bitte schön. Vielen herzlichen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Mit der heutigen Entscheidung über die Förderung der Exzellenzcluster wird anknüpfend an die Exzellenzinitiative die Spitzenforschung in Deutschland weiter gestärkt. Ich kann mich vorbehaltlos meinen Vorrednerinnen und Kollegen Strohschneider anschließen. Die Gutachtenden und Gremienmitglieder waren sehr beeindruckt von der hohen Qualität der eingereichten Anträge. Ich bin sicher, dass die heute ausgezeichneten Universitäten die hiermit eröffneten Chancen bestens zu nutzen wissen werden. Dazu gratuliere ich zunächst allen Geförderten ganz herzlich und wünsche ihnen viel Erfolg. Zugleich möchte auch ich die in dieser Auswahlrunde nicht zum Zug gekommenen Universitäten ermutigen,
Ihren hoffentlich verfügbaren Plan B umzusetzen. Frau Quante-Brandt hat ja eben schon eine Möglichkeit aufgezeigt. Das Feld war sehr, sehr eng. Und in diesem Zusammenhang hoffe ich, dass die Forschungskonzepte dann an anderer Stelle Früchte tragen werden. Darüber hinaus ist für Sie sicherlich interessant, wie es mit dem Programm weitergehen wird. Mit den heute getroffenen Entscheidungen sind zugleich auch die entscheidenden Weichen für die Förderlinien Exzellenzuniversitäten gestellt, die dann vom Wissenschaftsrat administriert werden. Der Termin zu den Entscheidungen in dieser Förderlinie liegt mit dem 19. Juli 2019 in sehr naher Zukunft. Und ich möchte ganz kurz einen kurzen Rückblick geben und dann einen Ausblick auf die zweite Förderlinie der Exzellenzuniversitäten. Mitte Februar 2018 gingen beim Wissenschaftsrat insgesamt 26 Absichtserklärungen zur Antragstellung in der Förderlinie Exzellenzuniversitäten ein. Dabei handelte es sich um 24 von einzelnen Universitäten gestellte Anträge und um 2 Anträge von Universitätsverbünden. Sie wissen es, und Frau Karliczek hat es eben auch noch mal erwähnt, dass Universitäten für den Antrag 2 und antragstellende Verbünde 3 Exzellenzcluster benötigen. Und mit dem heutigen Tag steht deswegen natürlich auch fest, dass nunmehr 17 Universitäten und 2 Universitätsverbünde antragsberechtigt sind. Und für all diejenigen, die die Veröffentlichung jetzt in der Kürze nicht so schnell überschlagen können, nenne ich diese Universitäten jetzt im Folgenden. Das ist die Rheinische Westfälische Technische Universität Aachen, die Ruhr-Universität Bochum, die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, die Technische Universität Braunschweig, die Technische Universität Dresden, die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, die Universität Hamburg, die Ruprechts-Karls-Universität Heidelberg, das Karlsruher Institut für Technologie, die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, die Universität zu Köln, die Universität Konstanz, die Ludwig-Maximilians-Universität München, die Technische Universität München, die Westfälische Wilhelms-Universität Münster, die Universität Stuttgart, die Eberhard-Karls-Universität Tübingen und die beiden antragsberechtigten Verbünde, die bestehen aus der Freien Universität Berlin, der Humboldt-Universität zu Berlin, der Technischen Universität Berlin im ersten Verbund und der Leibniz-Universität Hannover und der Medizinischen Hochschule Hannover im zweiten Verbund. Wir blicken mit großer Spannung auf den kommenden 10. Dezember, an dem wir die Anträge in dieser Förderlinie erwarten. Aufgabe der Universitäten wird es dafür sein, ihren institutionelles Gesamtkonzept zur Förderung der Spitzenforschung darzulegen. Im Unterschied zum vorherigen Programm Exzellenzinitiative können dann neben der Forschung nun auch herausragende Qualitäten in weiteren Leistungsbereichen wie etwa Lehre, Infrastruktur und Transfer gefördert werden. Anfang des kommenden Jahres werden international besetzte und an den jeweiligen Universitätsprofilen ausgerichteten Gruppen von Gutachterinnen und Gutachtern die 17 Universitäten und die 2 Universitätsverbünde vor Ort evaluieren. Und auf Grundlage dieser Begutachtung wird das Expertengremium dann hier im Juli 2019 eine vergleichende Bewertung vornehmen, alle Anträge vornehmen und schließlich wird die Exzellenzkommission abermals hier in Bonn tagen, um die Exzellenzuniversitäten bzw. die Verbünde auszuwählen. Die Verwaltungsvereinbarung von Bund und Ländern hat festgelegt, lassen Sie mich das noch betonen, dass bis zu maximal 11 Universitäten bzw. Universitätsverbünden gefördert werden kann. Eine weitere Neuerung im Vergleich zur zurückliegenden Exzellenzinitiative besteht darin, dass die Förderung der Exzellenzuniversitäten diesmal dann auf Dauer angelegt ist und eine Evaluation im 7-jährigen Rhythmus stattfinden wird. Sie sehen also, es bleibt sehr interessant, auch in den kommenden Monaten bei der Evaluation, also weit über 2019 hinaus. Und ich freue mich, dass wir uns dann im Juli 2019 hier vor Ort in Bonn wiedersehen werden, um dann die Entscheidung in der zweiten Förderlinie der Exzellenzstrategie
der Exzellenzuniversitäten vorzustellen. Lassen Sie mich zum Abschluss auch einen Dank an alle Beteiligten und den hohen Einsatz in dieser Sache richten und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Vielen Dank auch Ihnen, Herr Strohschneider und Frau Brockmeier, für diese Bewertung und diese Informationen aus Sicht der Wissenschaft. Und nach diesen und nachdem Liste und Karte sicher ihre Wirkung entfaltet haben, darf ich die Medienvertreter hier im Saal fragen, ob sie Fragen haben. Wenn das so sein sollte, dann wäre es schön, wenn Sie kurz Ihren Namen und Ihr Medium sagen könnten, da wir uns nicht alle in gleicher Weise kennen. Und bitte nutzen auch Sie die Mikrofone, die Sie mit dem grauen Knopf links davon einschalten können, sonst hätten wir hier weitere Tonprobleme. Darf ich fragen, ob es Fragen gibt? Ich frage nur noch einmal und würde dann sagen, dass dies dann tatsächlich vielleicht der Tag der Breaking News und der Hard Facts war und das drängendste Informationsbedürfnis mit Namen und Universitätsnamen und Titel der Cluster galt und dann auch gestillt worden ist. Und dann danken wir Ihnen sehr herzlich für Ihr Interesse und Ihr Kommen zu dieser Pressekonferenz zur Bekanntgabe der Auswahlentscheidungen in der Förderlinie Exzellenzcluster in der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder. Diese Pressekonferenz ist beendet. Ihnen allen eine gute Zeit.